Seid ihr herzlich willkommen. Sein nächster Schritt schauen wir an bei diesem Orakel. Vorerst möchte ich aber diesen Edelstein Malachit vorstellen. Malachit ist der Stein der Seele, unserer Psyche, hat eine reinigende Wirkung, sorgt für Ausgeglichenheit, Lebensfreude, Verständnis, Liebe, Selbstverwirklichung, Erfolg, Zufriedenheit. Malachit steht mit Herzchakra in Verbindung. Du kannst Malachit auf dein Herz legen. Das hilft bei Herzöffnung und hat eine heilende und reinigende Wirkung. Dadurch kommt etwas in Harmonie, kommt Energiefluss und entfernt sogar auch negativen Energiefelder, hat eine reinigende Wirkung, sorgt für Harmonie, inneres Frieden und Liebe zum Leben. Malachit ist auch ein Heilstein, hilft bei Blutfluss, Stoffwechsel, Kreislauf und das harmonisiert. Außerdem hilft bei Rheuma, Bandscheibenvorfall, Gelenksentzündung und ist auch gegen Krämpfen. Malachit ist zugeordnet zum Tierkreiszeichen Steinbock, Löwe, Wassermann und Skorpion. Und jetzt schauen wir an, was erzählen die Karten. Hier sehen wir die Münzen und das symbolisiert die Finanzen, indirekt Beruf, Berufung, aber bedeutet auch die inneren Werte, dass du wertvoll bist für ihn umgekehrt auch oder diese Liebe ist wertvoll für euch beide. Aber die Zahl 9 bedeutet noch Einschränkungen. Das ist wie ein Zaun, geht nicht weiter, hat man das Gefühl dabei. Aber man muss über diesen Zaun springen und dann kommt hier ein Neuanfang, eine neue Richtung, Neuigkeiten. Das kann natürlich berufliche Veränderung auch sein, weil immerhin haben wir mit Münzen was zu tun. Aber in die Liebe kommt mehr Stabilität und scheint die Sonne, bedeutet die Wahrheit kommt ins Licht. Die Sonne macht auch etwas sichtbar, du wirst etwas erkennen. Außerdem bedeutet diese Sonne deine Ausstrahlung oder seine Ausstrahlung, die Anziehungskraft zwischen euch beiden. Was wichtig ist, das Vertrauen. Hier die hohe Priesterin hütet ein geheimnisvolles Buch, den Akasha-Chronik. Und dort sind die Schicksalswegen beschrieben. Und genau so wird das sein, wie das in diesem geheimnisvollen Buch beschrieben ist. Für dich ist wichtig deine Kraft, auch deine inneren Kraft, deine Überzeugungskraft, dass alles so in diese Richtung bewegt, wie du das vorstellst. Und das wird auch sein nächster Schritt auch sein. Hier sehen wir die Annäherung und die Liebe. Diese Liebe blüht auf und dabei hilft Malachit, der Stein der Seele, eine seelische Verbindung und hilft, dein Herz zum Öffnen. Und ich wünsche dir einen schönen Tag, alles Gute und alles Liebe.